Hallo zusammen, willkommen im Video von 360 Football. Neben mir ist der Christian Fasnacht, Spieler von IB und der Schweizer Nazi. Und wir haben jetzt ein paar Fragen an dich. Wie hast du dich so erarbeitet im Fußball? Spannende Frage, ja. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen als bei vielen anderen, die den Weg zum Profi geschafft haben. Viel Fleiss, viel Disziplin, viele Zusatzschichten. Ich war schon abgeschrieben, dass es nie mehr lange zum Profi. Ich habe einfach gemerkt, dass du an dich selber musst glauben, dass es nur an dir liegt. Und dann braucht es halt extra Schichten, extra Training. Und es zeigt auch, dass Talent allein nicht alles ist. Ja, habt ihr gehört, extra Training ist wichtig. Und auch ein Fun Fact mehr im Training. Immer wenn wir sagen, der Spieler ist nicht zu alt, nehmen wir ihn als Beispiel, weil er jetzt wirklich, hat wirklich den Schritt noch geschafft. Und darum auch ein grosses Kompliment und auch ein Vorbild für viele unsere Spieler. Wie ist die Zusammenarbeit mit Puma? Ja, ich darf das erst seit einem kurzen Moment geniessen. Ich muss aber sagen, der Budi macht heute einen super Job. Bis jetzt auch alle Produkte, die ich bestellt habe, sind sehr, sehr gut. Der Schuh, es tut immer so klischeehaft, wenn man dann vom eigenen Ausrüster redet, aber ist wirklich der beste, den ich je getragen habe. Ist so bequem. Kann ich nur allen wärmstens empfehlen. Nehmen den Puma Future Schuh. Was gibst du den anderen Jungs, Spielern, Talentierten auf den Weg? Das Wichtigste ist, dass du an dich selber musst glauben musst. Das, was ich gemerkt habe, du wirst irgendwo im Fußball immer bewertet. Es gibt Leute, die Meinung haben über dich. Logisch, irgendwo zählt es, aber schlussendlich, wenn du nicht an dich selber glaubst, dann macht es niemand. Geh einfach deinen Weg, bist fokussiert. Manchmal musst du ein bisschen unten durch, wirst vielleicht auch von beiden Seiten belächelt oder mal ausgelacht. Es gibt viele Versuchungen sonst im Leben, mit auch eben Ausgang, Kollegen, was auch immer. Mach einfach dein Ding, aber verliere vor allem nie die Freude am Fußball, das ist das Wichtigste. Ja. Was hast du neben dem Mannschaftstraining noch gemacht, zusätzlich? Was mir immer extrem geholfen hat, ist Mentaltraining. Das ist sicher ein Punkt und dann halt die Zusatzstunden im Kraftraum. Ich bin heute noch nicht irgendwie der Breiteste, aber als Kind noch ein grösseres Defizit gehabt. Von dem her war es immer etwas, was ich gebraucht habe. Kann ich nur allen auch wärmstens empfehlen, dem sind Zusatzschichten zu machen. Es muss nicht immer, ich weiss auch nicht, wie viel Gewicht sein oder wie lange, aber es lohnt sich einfach, dort in den Körper zu investieren. Und eben das Mentale ist nicht zu unterschätzen. Der Druck, der auf einem lastet, ist extrem hoch. Von dem her ist es etwas, was mir bis heute extrem gut tut und ich auch heute noch brauche. Beim Thema Mentaltraining, was ist so das, was du gelernt hast, jetzt mit dem Ganzen umzugehen? Oder wie hast du es gelernt? Also ein entscheidender Punkt ist mal, ganz einfach gesagt, mit den Leuten, die du am engsten vertraut bist, einfach auch über deine Probleme oder Ängste zu reden. Oder wenn man einen schlechten Match hast, irgendwo das zu verarbeiten. Ja, das ist sicher mal ein ganz einfacher Punkt, dass du dort wirklich deine Leute im Umfeld hast, wo du weißt, denen kannst du vertrauen. Du musst nicht irgendjemand anders sein. Es muss nicht mal immer sein, dass dort etwas zurückkommt. Eben wenn zum Beispiel die Eltern sind oder die Freundin oder was auch immer, ein bester Kollege, der muss nicht irgendein Experte sein im Fußball. Es geht einfach mal darum, einfach mal alles rauszulassen. Und logischerweise nachher kannst du ganz tief in die Materie rein mit Mentaltrainern, die spezifisch könnt, irgendwie auf dich zugeschnittene Übungen mitgeben oder da gibt es gewisse Sachen, die du dann kannst anwenden quasi vor dem Spiel, dass du dich fokussieren kannst, genau weißt, was du möchtest machen. Aber das geht fast zu tief ins Detail, um das so zu erklären. Aber dort eben logisch professionelle Hilfe, da gibt es genug, die das anbieten. Das ist sicherlich dann so das Höchste, was du kannst machen in dem Sinne. Ja. Bezüglich der Trainings, was kannst du den Spielern so weitergeben? Was sollte man trainieren neben dem Mannschaftstraining, wo ein Spieler weiterbringt? Ja, es kommt darauf an, was du für Defizite hast oder was für Stärken schon. Ich glaube, jemand, der eben schon als Kind ein rechter Kasten ist, muss jetzt nicht nur Gewicht stemmen, sondern sollte vielleicht eher für die Schnellkraft etwas machen. Das ist recht individuell. Was ich jetzt gemerkt habe, so und so, so plötzlich ist wirklich halt einmal der Rumpf. Die langweiligsten Übungen, die es sind, aber das braucht es einfach, das ist so die Grundbasis. Und noch kannst du logisch ganz spezifisch trainieren, aber das hängt logisch vom Spielertyp ab. Der Verteidiger hat ein bisschen andere Sachen, die er sollte oder muss trainieren als ein Offensivspieler. Aber im Grundsatz würde ich mal sagen, alles im Rumpfbereich ist so ein bisschen die Basis. Ja. Was hast du selber noch gemacht, jetzt, wo du jetzt noch nicht Profi warst? Was hast du noch neben dem Fußball gemacht? Eine Zeit lang bin ich noch geboxen.
dass man einfach so ein bisschen, mir hat ein bisschen der Durchhaltewille gefehlt, so wirklich zu sagen, ich gehe dort durch. Und gleichzeitig hat es auch eine extreme Belastung und die Ausdauer halt quasi gefördert. Und dann ich eben, bevor ich schalte, ich bin ein bisschen schmächtiger gewesen, ich hatte nicht so viel Kilo. Das bin ich halt wirklich viel im Fitnessgym, einfach irgendwo versuche mit Gewicht zu arbeiten. Heute sieht es anders aus, heute arbeite ich sicher mehr irgendwo für die Beine. Logisch, dass oben lasse ich nicht links liegen, aber jetzt hat sich sicher der Fokus verschoben und ich trainiere sicher mehr Schnellkraft und die Sachen für unten rum. Ja. So, das war das Video mit dem Christian Vosnach. Wirklich sehr spannende Sachen gehört. Hast du noch irgendetwas zu sagen? Ja, allen da außen einfach geniessen den Fußball. Das ist das Schönste, was es gibt und verliert einfach nie die Freude daran. Sehr gut. Schöne Worte am Schluss. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video.